Guten Morgen, willkommen zurück bei Betriebssysteme und Sicherheit. Wieder ein paar kleine Ankündigungen. Wer es noch nicht gemerkt hat, die Übungen haben diese Woche begonnen. Gestern war die erste. Also schauen Sie vielleicht nochmal in J-Exam nach, zu welcher Übung Sie sich angemeldet haben. Und vergessen Sie nicht zu kommen. Das war das eine. Das andere ist, ich hatte letzte Woche schon darum gebeten, dass Sie doch bitte Ihre Opal-Anmeldung mit Ihrer J-Exam-Anmeldung gleichziehen. Das hat noch nicht so ganz bei allen geklappt, deswegen nochmal die Erinnerung. Soweit zu den Ankündigungen. Was möchte ich heute mit Ihnen machen? Die große Überschrift heute ist Prozesse und Threads. Und da steigen wir gleich ein. Ich möchte zunächst mal eine kleine Wiederholung machen. Also nochmal kurzer Rückblick zu der Vorlesung vom Freitag, wo wir einen Überflug gemacht haben und schon mal ein bisschen eine grobe Idee bekommen haben, was Prozesse überhaupt sind. Und dann werden wir konkret uns Prozesse anschauen, also das Prozessmodell konkret von Unix mal anschauen, damit wir nicht hängen bleiben bei Definitionen wie ein Prozess ist ein Dreitupel von und so weiter. In diesem Kontext werden wir uns Shells angucken, ja, also so das Kommunikationsfenster zu einem Unix-Rechner, in dem man auch Prozesse starten kann und wie Prozesse eine Ausgabe machen. Weil wir uns das Ganze am Beispiel Unix anschauen, werde ich auch mal ein ganz kleines bisschen in die Unix-Vergangenheit und die Unix-Philosophie reingucken. Dann werden wir ganz kurz mal schauen, wie kann man eigentlich selbst ein Programm übersetzen und es dann als Prozess starten. Und dann werden wir uns ein bisschen die Betriebssystemschnittstelle zum Thema Prozesse genau anschauen. Also wie können Prozesse erzeugt werden? Wie kann zum Beispiel darauf gewartet werden, dass ein anderer Prozess terminiert? Und werden dann feststellen, dass die Prozesszustände, die wir das letzte Mal gesehen haben, doch gar nicht so überschaubar sind, wie wir bis jetzt dachten. Im zweiten Teil werde ich dann einsteigen in die sogenannten leichtgewichtigen Prozessmodelle. Ja, also das, was Sie unter anderem als Threads kennen. Sie werden erstmal über das Gewicht von Prozessen sprechen und dann über leicht- und federgewichtige Prozesse. Das sind zwei verschiedene, sagen wir, Gewichtsklassen. Und dann werden wir uns das konkret am Beispiel anschauen und schauen, wie sowas wie Threads in Windows und in Linux aussieht. Hier rechts wieder, wie üblich, die Literatur, in der Sie die Sachen von heute so ein bisschen vertiefen können. Ich hoffe, Sie haben ein Heißgetränk und sitzen auf der Couch. Sonst würde das ja gar nichts bringen, dass Corona ist. Ich habe jedenfalls Kaffee. Steigen wir ein in die Wiederholung. Wir haben das letzte Mal uns so auf die vereinfachte Definition geeinigt, dass ein Prozess ein Programm in Ausführung ist. Und so der Kerngedanke hier ist, dass das was Dynamisches ist. Ja, also ein Programm, das liegt auf der Festplatte und das ist statisch. Das ist einfach eine ausführbare Datei. Das kann ich starten und dann habe ich einen Prozess. Dann ist dieses Programm in Ausführung. Und tatsächlich kann dieses Programm auch mehrfach in Ausführung gebracht werden. Also es kann zum Beispiel sein, dass auf derselben Maschine ein Nutzer ein Programm zweimal startet. Oder zwei Nutzer, die gleichzeitig eingeloggt sind, ein Programm zweimal startet und dann haben wir zwei Prozesse, die dasselbe Programm ausführen. Ja, und wenn man ein modernes Betriebssystem mit virtuellem Speicher hat, dann ist dieses Programm tatsächlich, also die größten Teile von diesem Programm tatsächlich auch nur einmal im Speicher in diesem Moment. Wir hatten uns angeschaut, dass so ein Programm letztendlich abwechselnd CPU-Stöße, also CPU-Bursts und EA-Stöße, also IO-Bursts, ausführt. Ja, also es rechnet erstmal eine Weile und dann versucht es, eine Ausgabe zu machen. Also zum Beispiel von der Tastatur einzulesen oder einen Block von der Platte zu lesen. Und nachdem dieser ein Ausgabestoß beendet ist, kommt in der Regel wieder ein CPU-Stoß. Ja, also immer dieser Wechsel zwischen diesen beiden Modi. Und das ermöglicht es uns, auf einem Rechner im Multiprozessbetrieb mehrere Prozesse gedacht gleichzeitig laufen zu lassen und hier so die Ausführung zu verschränken.
Also hier haben wir gesehen, dass also der Prozess A zunächst mal die CPU bekommt. Wenn der jetzt hier eine Ausgabe startet, dann rechnet Prozess C auf der CPU. Prozesse stehen in Konkurrenz um die Betriebsmittel eines Rechners. Ja, da werden wir uns im Verlauf dieser Veranstaltung vor allem sowas wie CPU, Speicher und Ein-Ausgabegeräte angucken. Und das Betriebssystem ist eben dafür zuständig, diese Betriebsmittel zu verwalten. Betriebsmittel stehen hier so in Anführungszeichen, da werden wir auch zum späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen genauer reingucken, was da eigentlich gemeint ist und wie man die klassifizieren kann. Wir haben das letzte Mal auch gesehen, dass Prozesse einen Zustand haben, ja, also die springen immer zwischen diesen Zuständen hin und her, also ein Prozess immer nur ein, also auf Uniprozessorsystem kann immer nur ein Prozess im Zustand Running sein. Wenn er eine Ausgabe startet, dann kommt er in den Zustand blockiert. Oder wenn er seine, zum Beispiel in einem präemptiven System, seine Zeitscheibe aufgebraucht hat, dann kann es auch sein, dass ihm irgendwann die CPU wieder entzogen wird und er wieder zurückkommt in den Zustand ready, also rechenbereit. Konzeptionell, also wir haben verschiedene Sichten auf diese Prozesse gesehen. Ja, eine war die technische Sicht. Die konzeptionelle Sicht ist, dass Prozesse zunächst mal einfach unabhängige, nebenläufige Kontrollflüsse sind und dem Benutzer hier die Illusion gegeben wird, dass die wirklich gleichzeitig laufen, weil sie alle aus Sicht eines menschlichen Nutzers kontinuierlich Fortschritt machen. Und die Prozesse, wie schon gesagt, unterliegen der Kontrolle des Betriebssystems, das eben für die Zuteilung und auch für den Entzug von Betriebsmitteln zuständig ist. Also der Entzug zum Beispiel der CPU, wenn der Prozess schon zu lange gerechnet hat. Übrigens, wie immer, wenn Sie mal nach unten gucken, Sie können mit mir kommunizieren über den Matrix-Chat und auch über diese Webseite Frag Jetzt. Auf der Webseite Frag Jetzt können Sie auch beobachten, was Ihre Kommilitoninnen und Kommilitoninnen so an Fragen gestellt haben und diese Fragen für gut befinden oder für schlecht befinden. Das hilft mir auch ein bisschen, die wichtigen Fragen rauszusortieren, die wichtigen Fragen zu identifizieren und die unwichtigen vielleicht gar nicht zu sehen, je nachdem. Aber momentan gibt es anscheinend doch keine Fragen zu meiner Wiederholung. Da tippt jemand im Chat, aber ist noch nicht fertig. Mal gucken. Okay, dann gucken wir uns mal konkret Prozesse an. Das Unix-Prozessmodell. Wenn man in die Vergangenheit guckt, Unix hat eine sehr lange Geschichte. Hat seinen Ursprung in den Bell Labs. Das ist so das Forschungslabor von AT&T. AT&T ist so ein großer Telefonanbieter in den USA, also das, was die Telekom hier vielleicht ist. Und die haben eine sehr große Forschungsabteilung. Und da haben unter anderem zwei Leute, der Ken Thompson und der Dennis Ritchie, gearbeitet. Und zwar haben die an einem großen Forschungsprojekt zusammen auch mit vielen Industrieunternehmen gearbeitet, das da hieß Multics. Das war also ein sehr großes, sehr kompliziertes Betriebssystem, das also irgendwie alle Probleme auf einmal lösen sollte. Und das hat in der Entwicklung sehr, sehr lange gedauert. Und wie das so ist mit großen Softwareprojekten, das ist also nicht so richtig vom Fleck gekommen. Die Bell Labs haben sich auch nach der ersten Runde aus diesem Forschungsprojekt rausgezogen, weil da nicht so richtig Fortschritt zu sehen war. Und der Ken Thompson, der hat sich dann hat sich gedacht, dass es doch eigentlich was Einfacheres, Kleineres geben könnte und hat sich eben also dran gesetzt, ein Betriebssystem zu entwickeln, das er Unix genannt hat. Ja, und Unix, das hieß, wurde ursprünglich auch mit CS geschrieben und irgendwann gab es dann so den nicht mehr dokumentierten Sprung zu dem Unix mit dem X. Das hat er einfach in Assembler geschrieben, auf einer Maschine, die da halt gerade so rumstand bei den Bell Labs, eine DEC PDP-7. Das Ganze hat er in Assembler gemacht, weil diese DEC PDP-7 eine doch aus heutiger Sicht sehr, sehr kleine Maschine war. Die hatte 8192 oder so, 18-Bit-Worte. Ja, also nicht sowas, was man heute kennt, 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit, sondern damals waren auch so in mehr oder weniger krumme Bit-Werte für die Maschinenwortgröße wie 18-Bit durchaus möglich. Diese Version 1 hat er eben also in Assembler geschrieben. Das hat er unter anderem auch getan, um sein
um so ein kleines Computerspiel zum Laufen zu kriegen. Ja, also ganz hochtrabende Ziele im Kopf gehabt, Computerspiele. Naja, die Idee war eben also ein mächtiges Betriebssystem auf einer relativ bezahlbaren Plattform zu haben. Zum späteren Zeitpunkt kam dann auch Dennis Ritchie dazu. Der hat, es kam also zunächst mal die Idee auf, dass dieses Unix auch auf einer anderen Maschine laufen sollte, nämlich einer DEC PDP-11. Und es war relativ klar, okay, wir wollen das jetzt nicht nochmal neu in Assembler schreiben, sondern es war klar, wir brauchen da irgendwie eine Hochsprache dafür, damit das Ganze portabel ist. Ja? Also die große Frage, wie schreibt man ein Betriebssystem portabel? Und der Dennis Ritchie hat damals eine Programmiersprache entwickelt, die hieß B, abgeleitet von BCPL, also so eine vereinfachte Form von BCPL, für das Entwickeln von Maschinennamen Betriebssystemcode. Und diese Sprache B, die hatte noch irgendwie ein paar Unzulänglichkeiten und deswegen hat er eine weitere Sprache, die Nachfolgesprache dazu entwickelt und die hat er dann logischerweise C genannt, wie auch sonst. Und dann wurde die Version 3 von diesem Unix also in C geschrieben, war also portabel oder zumindest große Teile davon portabel. Also wenn man sich ein bisschen vertieft mit Betriebssysteminterna auskennt, dann weiß man, dass es also immer Teile von Betriebssystemen gibt, die man für jede Plattform neu schreiben muss. Aber sehr große Teile davon konnten eben jetzt portabel implementiert werden. Das erklärt übrigens auch so ein bisschen, weswegen, oder ja, lässt vielleicht ein bisschen besser verstehen, weswegen C heute nicht den allerbesten Ruf hat. Ja, es ist zwar sehr verbreitet, aber es hat so den Ruf, unsicher zu sein. Ja, also dass man sich da also ganz leicht in den Fuß schießen kann, wenn man über Array-Grenzen hinausläuft, wenn man irgendwelche Integers überlaufen lässt und so weiter. Wenn man sich die Historie anguckt, dann wurde C entwickelt, um einen Betriebssystemkern portabel zu machen. Ja, für diesen Zweck wurde das entwickelt. Und dass es 50 Jahre später immer noch verwendet wird für ganz andere Zwecke, das hat vielleicht historische Gründe, aber das kann man nicht auf C schieben, sage ich mal. Ja, dann ist was passiert, dass nämlich diese Bell Labs das Unix Universitäten zur Verfügung gestellt haben. Also zu Anfang der Berkeley Universität. Ja, also es gab also eine sehr offene Politik mit diesem Unix und das hat zu einem sehr großen Erfolg geführt. Ja, also Berkeley hatte jetzt plötzlich ein zwar noch proprietäres Betriebssystem, aber im Quellcode und konnte also seine Studierenden damit versorgen, seine Studierenden auch damit ausbilden. Und das hat dann seinen Siegeszug um die Welt genommen. Ja? Das heißt also, da gab es dann plötzlich also Generationen von Studierenden, die Unix und seine Konzepte im Kopf hatten. Ja, und das hat also dann dazu geführt, dass, also hier oben sieht man, was noch bei den Bell Labs passiert ist. Und hier ist es nach Berkeley gewandert. Das ist die Berkeley Software Distribution, das BSD. Ja, wer sich ein bisschen in der Unix-Welt auskennt, der weiß, dass es das heute noch gibt. Ja, in Form zum Beispiel von FreeBSD oder OpenBSD oder NetBSD. Gleichzeitig gab es hier so einen riesengroßen Zweig hier von Unix-kompatiblen oder Unixoiden proprietären Betriebssystemen, die eben ja, von genau solchen Studis dann in der Industrie entwickelt wurden, die eben diese Ideen von Unix, von den Bell Labs eben in den Kopf gepflanzt bekommen haben an ihrer Uni. Hier weiter links sieht man noch sowas, hier sieht man, dass hier also so 91 Linux losging. Ja, das hat jetzt hier keine direkte Verbindung, hier ist auch so eine kleine gestrichelte Linie durchgezogen. Das liegt also daran, dass es da keinen gemeinsamen Quellcode gibt, sondern der Linus Torvalds, der hat an seiner Uni natürlich auch Unix kennengelernt und hat aber beschlossen, er will das in noch kleiner und noch portabler, insbesondere für den, nenne ich eben nicht portabel, das war eben der Knackpunkt. Er wollte es nicht portabel haben, sondern wollte es insbesondere auf seiner x86 Heim-PC zum Laufen kriegen. Also der hat also from scratch hier Linux entwickelt auf seinem 386-PC, hat sich aber natürlich von all diesen Ideen inspirieren lassen. Also Unix, die ganzen Unix-Konzepte stecken in Linux genauso drin.
Hier daneben gibt es noch dieses Minix. Ja, das hat der Herr Torvalds auch ja, letztendlich als Lernplattform verwendet und letztendlich auch zum Bootstrappen von Linux, also um quasi Linux zu entwickeln, bevor Linux quasi sich selbst getragen hat, hat Linus Torvalds das Linux auf Minix entwickelt. Minix ist ein Lehrbetriebssystem, das von dem Herrn Tannenbaum stammt. Ja, das also gegen Geld, aber gegen nicht viel Geld, dem Tannenbaum Betriebssysteme Lehrbuch beilag. Und von dem Minix gibt es heutzutage auch die Version 3, ein relativ moderner Mikrokern. Und das ist tatsächlich eins der verbreitetsten Betriebssysteme überhaupt auf diesem Planeten. Also irgendwann vor ein paar Jahren hat Intel beschlossen, dass das Minix in dieser Management Unit, die in den Intel CPUs verbaut ist, laufen soll. Ja, und das heißt also, in jeder etwas mächtigeren Intel CPU ist auch ein Minix drin. Und danach kommt wahrscheinlich Linux, ja, weil quasi jedes Android-Handy ein Linux zum Beispiel beherbergt. Ja, das so ein bisschen zur Historie. Gibt es dazu Fragen? Ich sehe gerade keine. Ja, kommen wir zu den Prozessen. Unix-Prozesse sind ein sagen wir mal, durchziehendes Konzept. Das primäre Strukturierungskonzept für Aktivitäten in Unix-Systemen. Und zwar werden die verwendet sowohl für Anwendungsprozesse als auch für Systemprozesse. Unix hat die Eigenschaft, dass man sehr leicht und sehr schnell weitere Prozesse erzeugen kann. Also Windows ist eher dafür bekannt, dass die Prozesserzeugung relativ teuer ist. Unter Unix oder sämtlichen Unix-oiden Betriebssystemen ist das nicht so. Und es gibt hier eine Elternprozess-Kind-Prozess-Beziehung. Ja, das sorgt also dafür, dass es also ganz am Anfang gibt es quasi so den initialen Prozess im System und jeder Prozess kann weitere Kindprozesse erzeugen. Und das führt dazu, dass es also eine Prozesshierarchie ist, also so ein Baum, Prozessbaum, so ein Prozessbaum entsteht. Jeder von diesen Unix-Prozessen hat eine eindeutige Nummer, das ist die sogenannte Prozess-ID oder PID. Und zu jedem Prozess aufgrund dieser Eltern-Kind-Beziehung hat auch einen Elternprozess, also eine Parent-Process-ID. Nachdem das System am Anfang hier diesen Swapper-Prozess gestartet hat und den Page-Team, das sind beides so ja, Prozesse, Kernel-Prozesse, die im weiteren Sinne für Speicherverwaltung zuständig sind, die gibt es auch in der Form zum Beispiel in Linux so heute nicht mehr. Und dann wird der Init-Prozess gestartet. Und was macht der Init-Prozess? Der liest eine Datei aus dem Dateisystem, diese Init-Tab hier in dem Verzeichnis /etc. Und da drin steht unter anderem eine Liste von Terminals. Was ist ein Terminal? Klassischerweise, früher gab es, also waren Rechner noch so teuer, dass man halt zum Beispiel als Firma hat man sich einen großen Rechner in den Keller gestellt. Ja, das sind nicht mehr so diese Größenordnung, die wir in der ersten Vorlesung gesehen haben, wo also ein ganzer Raum belegt ist. Aber die Teile waren schon noch relativ groß und relativ teuer. Und in den Büros standen dann Endgeräte. Das war letztendlich ein Bildschirm und der Tastatur und eine serielle Verbindung in den Keller zu diesem teuren Rechner. Und von denen gab es in jedem Büro eins, jetzt mal vereinfacht gesagt. Und dieses Endgerät ist ein Terminal. Ja, also dieses Term, da steckt schon das Wort Ende drin. Über dieses Terminal kann man also mit dieser Maschine kommunizieren und von diesen Terminals kann es mehr als eins pro Rechner geben. Heutzutage machen wir das über sogenannte Terminal-Emulatoren. Ja, das ist also, wenn man ein Kommandozeilenfenster, das ist so der landläufige Begriff, ein Kommandozeilenfenster öffnet, das ist ein Terminal. Oder ein Terminal-Emulator, ja, der im Prinzip das nachbildet, was früher diese robusten Bildschirme mit Tastaturen waren. Und von denen gibt es also, wie gesagt, mehrere. Und in dieser Init-Tab steht also eine Liste von Terminals, die existieren. Letztendlich eine Liste von seriellen Schnittstellen, wo welche dranhängen. Und dieser Init-Prozess startet dann für jedes dieser Terminals ein Getty-Prozess. Ja, das Programm Getty, also das heißt, also wir haben hier mehrere Getty-Prozesse.
Und zwar hier sehen wir also noch einen Parameter, TTY 0 ist also die erste serielle Schnittstelle, TTY 1 ist die zweite serielle Schnittstelle und so weiter. Dieser Getty wiederum, der startet das Programm Login und das Programm Login fragt also vom Nutzer Benutzername und Passwort ab. Wenn der Benutzer dann also über dieses serielle Terminal seinen Benutzernamen und sein Passwort eingegeben hat und das Passwort auch noch stimmt, dann startet der Login-Prozess für diesen Nutzer eine Shell. Ja, zum Beispiel die BA-Shell, die Bash. Und dann kann der Nutzer mit dieser Maschine interagieren. Also der kann dann selbst weitere Prozesse starten. Ja, die Shell selbst, kommen gleich noch dazu, was das genau ist, die Shell selbst nutzt auch Prozesse. Ja, also jedes Kommando, das man in so eine Shell eingibt, wird wiederum als eigener Beginnprozess ausgeführt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner Shell heraus den Firefox-Webbrowser starte, dann ist der Firefox-Prozess ein Kindprozess von diesem Bash-Shell-Prozess. Jo, Unix-Shells. Was ist also eine Shell? Shell ist erstmal so das englische Wort für Schale. Und die Idee ist, der Betriebssystemkern, ja, also Sie erinnern sich, das, was im Supervisor-Modus läuft, was also auf Geräte zugreifen kann, was den Speicherschutz umprogrammieren kann, solche Dinge tun kann, das ist also ein Teil, das ist so wie der Name schon sagt, der Kern des Betriebssystems. Und damit man mit dem interagieren kann, gibt es außenrum eine Schale, ja, die Shell. Ja, mit der Idee, dass also der Nutzer so mit dem Betriebssystem interagieren kann. Und das Ganze ist eine textbasierte Nutzerschnittstelle zum Starten von Kommandos. Wir können uns das Ganze auch mal angucken. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht kaputt gemacht. Nee, habe ich nicht. Das muss ich nur noch finden. Da ist es. Genau. Also, zum Beispiel kann ich hier Verzeichnisse wechseln. CD. CD ist das Unix-Kommando für Change Directory, also Verzeichnis wechseln. Und ich möchte hier gleich noch ein bisschen absteigen. Da habe ich irgendwie Materialien für heute vorbereitet. Ich kann mit ls zum Beispiel mir Dateien auflisten, die in diesem Verzeichnis so rumliegen. Wenn man mal nicht weiter weiß, dann tippt man ls. Ja, dann weiß man wenigstens, was hier gerade so ist, wo man sich gerade befindet. Wo man sich gerade befindet, ist übrigens auch so eine Eigenschaft, die ein Prozess unter Unix hat und unter anderem auch eine Shell hat. Eine Shell befindet sich immer in irgendeinem Arbeitsverzeichnis, das aktuelle Working Directory. Ja, das kann ich auch mal ausgeben, pwd, print working directory, dann weiß ich, wo ich bin. Ja, also slash ist die Wurzel des Dateisystems und dann kommt hier also das Home-Verzeichnis, da sind alle Nutzer-Heimverzeichnisse drin. Das ist mein Nutzername und dann sind das jetzt diese Verzeichnisse, in die ich hier reingewechselt habe. Wenn ich ls tippe, dann wird ein Programm gestartet, ja, also ein neuer Prozess erzeugt, in dem dieses Programm ls läuft und die Shell findet dieses Programm ls, indem es eine Reihe von Verzeichnissen durchsucht. Und zwar gibt es eine Variable, die heißt $path und da stehen alle Verzeichnisse drin, die automatisch durchsucht werden, wenn ich versuche, ein Programm zu starten. Ja, also zum Beispiel wird hier das Bin-Verzeichnis in meinem Home durchsucht. Das ist witzigerweise hier doppelt drin, da habe ich irgendwas verbaselt in meiner Konfiguration. Aber insbesondere wird zum Beispiel hier auch das Verzeichnis usr-bin durchsucht und auch das Verzeichnis, wo haben wir es denn? /bin, genau, das Verzeichnis /bin. Und wenn wir mal gucken, ich gebe jetzt mal diesem Kommando ls noch einen weiteren Parameter, nämlich -l, dann kriege ich die Langform. Und dann stelle ich fest, in /bin/ls liegt eine Datei, die heißt, also in /bin liegt tatsächlich eine Datei, die heißt ls, also da liegt dieses Programm. Das ist irgendwie knapp 150 Kilobyte groß und wurde hier angelegt am 5. Dezember 2020. Wenn ich wissen will, wo die Shell ein bestimmtes Kommando findet, dann kann ich auch das Programm which verwenden. Which ls zum Beispiel, das verrät mir das verwendet ein anderes ls. Okay, das verwendet das usr bin ls. Schauen wir mal, wo der
Editor Vim liegt. Der liegt in User Bin Vim. Emacs liegt nirgends, weil ich ihn nicht installiert habe. Jedes Kommando, das ich hier eintippe, nein, das stimmt nicht ganz. Jedes Programm, das ich hier starte, führt dazu, dass also ein neuer Kind-Prozess erzeugt wird. Sie erinnern sich, also die Prozesshierarchie. Wenn wir nochmal die Prozesshierarchie angucken, ja, also jedes Programm, das ich starte, wird als Kind-Prozess von meiner Shell gestartet. Und normalerweise blockiert die Shell, bis das Kommando terminiert. Ja, das kann ich Ihnen auch mal kurz zeigen. Moment. Ja, ich schiebe das Terminal mal hier nach drüben. Mach das so, genau. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Editor Kate starte, ja, das ist also ein grafischer Texteditor, den kann man übrigens auch ganz nett zum Programmieren verwenden. Den tue ich jetzt mal in den, ich kann hier also das, die Fenster anklicken, um also zu entscheiden, welches vorne sein soll. Dann kann ich jetzt hier in der Shell erstmal nichts mehr machen. Ja, die Shell hier ist blockiert so lange, bis ich dieses Programm hier wieder beende. Ja, mal kurz gucken, wo ich hier war. Genau. Normalerweise blockiert die Shell also, bis das Kommando terminiert. Man kann aber auch Kommandos stoppen und fortsetzen. Also ich kann natürlich sagen Kate und kann hier sagen Steuerung Z. Ja, also ich habe STRG Z gleichzeitig gedrückt gerade. Ja, das sieht man jetzt auch hier im Terminal, dass das hier also angezeigt wird. Und man sieht jetzt auch, dass die Shell mir jetzt sagt, aha, dieses Kate, dieser Prozess, der also das Programm Kate ausführt, der ist jetzt gestoppt. Und diese Prozesse, die von meiner Shell verwaltet werden, die nennt man auch Jobs. Und die haben auch Jobnummern, Shell-internen Jobnummern. Ja, man sieht also, dass dieser Kate-Job hier, der hat jetzt also hier die Nummer 1 bekommen. Und man kann jetzt also noch andere Dinge machen mit Jobs in der Shell. Zum Beispiel kann ich also diesen Job wieder in den Vordergrund holen. FG, beende den jetzt mal wieder, mach den mal ganz aus. Ich kann zum Beispiel auch sagen, Kate Hello 1.c, das ist also mein Parameter. Übrigens, ich kann hier auch Tab Completion, also ich drücke die Tabulator-Taste, dann ist es also auto vervollständigt. Und ich tue jetzt hier noch so ein Ampersand, so ein Und-Zeichen dahinter. Und das sorgt dafür, dass dieser Prozess automatisch im Hintergrund gestartet wird. Ja, also Sie sehen jetzt, hier kam also sofort wieder, hier wurde erstmal gesagt, okay, dieser Kate-Prozess hier, der hat hier die Job-ID 1 bekommen, die Prozess-ID 111855 und hier wurde sofort wieder der Prompt angezeigt. Also die Shell zeigt jedes Mal, wenn ich was eingeben kann, hier diesen Prompt an und der kam also auch sofort wieder. Dann hat dieses Kate-Programm hier noch ein bisschen was in das Terminal getippt, ausgegeben, aber nichtsdestotrotz kann ich hier schon weiterarbeiten, während im Hintergrund dieser Kate-Prozess läuft. Und wenn ich jetzt hier sage Jobs, dann sehe ich, aha, der Job mit der Nummer 1, der läuft und hier wird Kate ausgeführt. Genau, das ist eigentlich so das Wichtigste zum Thema Job-Control. Ich kann auch diesen Kate-Job wieder in den Vordergrund holen, dann habe ich jetzt hier wieder die Shell blockiert. Ich kann übrigens mit Steuerung C ein Programm abschießen, also beenden. Okay, dann tun wir mal hier das wieder hinwerfen, genau. Ja, also was bei diesem Steuerung Z wirklich passiert, da wird ein Signal verschickt, das schauen wir uns auch zu einem späteren Zeitpunkt an, wenn es um Signale gehen wird. Es gibt so eine ganze Reihe von Shell-Befehlen. Ja, das ist so mal so eine kleine Auswahl. Also PWD zum Beispiel haben wir gerade schon gesehen, LS auch. CD haben wir auch schon gesehen, Change Directory. Mit mkdir kann ich ein Verzeichnis anlegen. Mit cp kann man eine Datei kopieren, mv verschieben, löschen, die Rechte von so einer Datei ändern. Also dafür sorgen, dass zum Beispiel keine anderen Benutzer
die Datei, die ich hier gerade editiert habe, lesen können, wenn ich da welche Geheimnisse reingeschrieben habe. Mit ln kann ich zum Beispiel Verknüpfungen anlegen, sogenannte Links. Mit cut kann ich Dateien aneinanderhängen und ausgeben. Uns auch mal kurz angucken. Wo habe ich das Terminal, der zu viele Fenster offen hat? Also nochmal, wenn man mal nicht weiter weiß, dann benutzt man mal ls. So, mit cut kann ich also zum Beispiel hello1.c einfach aus der Konsole aus, auf der Konsole ausgeben. Die Idee ist, dass ich hier auch mehrere Dateien aneinander hängen kann. Ich kann zum Beispiel auch noch hier fork.c hinten dran tun, dann werden hier beide Dateien nacheinander ausgegeben. In Steuerung L kann ich übrigens hier das Terminal wieder säubern. Less ist, die Namenshistorie ist ein bisschen ausführlicher. Da gab es mal ein Programm, das hieß More. Und das ist also ein Wortspiel mit dem Programm More. Naja, mit Less kann ich also auch eine Datei angucken, zum Beispiel fork.c. Und das macht Sinn, sobald die Datei länger als eine Bildschirmseite ist. Dann kann ich hier mit den Pfeiltasten zum Beispiel oder den Bild rauf, runtertasten hier durchblättern. Mit ps kann ich gucken, welche Prozesse laufen auf meinem System. Ja, das sind jetzt nur die Prozesse, die zu diesem Terminal hier gehören. Ja, das ist halt die Bash, mit der ich hier gerade interagiere, die Shell. Und dieser PS-Prozess selbst. Aber ich kann zum Beispiel auch alle Prozesse auf dem System anschauen. Das sind natürlich hier ein paar mehr. Ja, da sieht man also zum Beispiel, hier läuft also irgendwie auch ein Firefox. Und hier läuft auch ein OBS. Das ist also das Tool, mit dem ich hier dieses Streaming hier durchführe. Und eigentlich das wichtigste Kommando von allen ist das Kommando man. Das ist nichts Sexistisches, sondern es steht kurz für Manual Page. Damit kann ich also Anleitungen lesen. Also zum Beispiel kann mir die Anleitung von dem Programm ls anschauen. Man ls. Und dann sieht man hier, das ist jetzt, ich habe hier auf meinem System nur die englischen Man-Pages, aber von vielen gibt es auch internationale Übersetzungen. Ist also ein Tool, mit dem man hier Directory Contents anzeigen kann. Und dann sieht man hier, und da kann ich jetzt hier durchblättern, dann sieht man hier also, was ich alles für Parameter hier noch mitgeben kann. Was wir zum Beispiel vorhin gesehen haben, war der Parameter, wo haben wir ihn? Minus L. L ist minus L, use long listing format, wo ich also die Langform von diesem Verzeichnislisting mir geben lassen kann. Genau, also, wenn Sie sich irgendwas gemerkt haben, dann merken Sie sich man. Ja, das kann man auf jeden Fall immer brauchen, um nachzugucken, wie ein bestimmter Befehl funktioniert. Warum diese Befehle jetzt hier alle diese Kurzformen haben, warum heißt denn der Kopierbefehl nicht einfach copy? Diese zwei Buchstaben mehr hätte man sich doch leisten können. Naja gut, das ist einfach historisch. Ja, also Thompson und Ritchie waren natürlich zwei Informatiker, oder zumindest heute würde man sie Informatiker bezeichnen. Und ich kenne viele Informatiker, die sehr tippfaul sind, mich eingeschlossen. Das ist natürlich nett, wenn man sich hier 50% der Tasten, die man drücken muss, schon mal sparen kann, weil der Kopiebefehl den Namen CP hat. Naja, gut. Es ist so, wie es ist. So. Prozesse haben sogenannte Standard-Ein- und Ausgabekanäle. Und zwar drei Stück. Ein Standard-Eingabekanal, ein Standard-Ausgabekanal und ein Standard-Fehlerausgabekanal. Was wir bis jetzt hier vor allem im Terminal gesehen haben, war die Standardausgabe. Die Standardausgabe eines Prozesses ist normalerweise direkt verbunden mit dem Terminalfenster. Defaultmäßig. Verbunden mit dem Terminalfenster, in dem dieser Prozess also gestartet wurde. Genauso wie die Standardfehlerausgabe ist normalerweise mit dem Terminal verbunden, sodass also auch Fehlermeldungen von einem Prozess auf dem Terminal landen. Und die Standardeingabe hängt normalerweise auch über das Terminal an einer Tastatur, standardmäßig. Ja, das heißt also, wenn ich also ein Programm starte in einem Terminal und dieses Programm macht Ausgaben, dann macht es diese Ausgaben normalerweise über diesen Standardausgabekanal und dann landen sie im Terminalfenster. So, weswegen ist das interessant? Naja, weil ich diese, naja gut, nee,
zwei Dinge. Also zum einen kann ich bei den meisten Kommandos auch Dateinamen zum Beispiel angeben, um statt zum Beispiel von dem Standard-Eingabekanal aus einer Datei zu lesen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Terminal sage, wo habe ich denn diese Knöpfe? Das brauche ich. Wenn ich im Terminal sage, cut ohne irgendwas, dann liest cut von der Standardeingabe. Da kann ich jetzt Sachen eingeben. Und was macht cut? Cut gibt das gleiche wieder aus, was es hier als in der Standardeingabe bekommen hat. Und ich kann aber auch sagen, wie wir gerade schon gesehen haben, cut hello1.c. Also viele von diesen Standardkommandos akzeptieren Dateinamen. Ich kann aber auch die Shell benutzen, um diese Standard-Ein- und Ausgabekanäle umzuleiten. Und das ist ein sehr spannendes Feature. Da kann ich nämlich jetzt so Dinge tun. Also jetzt schauen wir zum Beispiel mal an, hier nochmal ls-l. Das ist jetzt also die Langform von diesem Verzeichnis. Das sind so ein paar Codebeispiele, die zu dieser Vorlesung hier passen. Ich kann das aber mit dieser spitzen Klammer nach rechts, da kann ich die Standardausgabe in eine Datei umleiten. Also zum Beispiel Datei1.txt. Dann drücke ich Enter und dann sehe ich jetzt erstmal im Terminal nichts. Woran liegt das? Naja, weil ls seine Ausgabe komplett auf die Standardausgabe ausgibt und die Standardausgabe habe ich jetzt umgeleitet in die Datei d1.txt. Und jetzt kann ich zum Beispiel, jetzt will ich zum Beispiel wissen, in welchem von diesen Dateinamen kommt die Buchstabenreihenfolge OR vor. Da gibt es also ein Tool, das heißt grep. Das hatten wir jetzt noch nicht in unserer Liste von Kommandos. Mit grep kann ich suchen. Ja, ich kann zum Beispiel hier Quotes benutzen, aber ich will jetzt einfach nur nach diesen zwei Buchstaben OR suchen zum Beispiel. Und ich nehme hier die spitze Klammer auf, das leitet die Standardeingabe um. Ich sorge also dafür, dass das Werkzeug grep nicht mehr von der Standardeingabe liest, sondern aus der Datei d1.txt liest. Und ich leite das Ergebnis um, aber mache ich jetzt noch nicht. Ich gucke jetzt erstmal und stelle hier fest, zwei von den Zeilen in der Datei d1.txt, ich kann noch mal in diese Datei d1.txt reingucken, das war einfach die Ausgabe von dem ls. Wenn ich hier, jetzt kann ich hier mit grep OR dafür sorgen, dass ich nur alle Zeilen sehe, in denen also die Buchstabenreihenfolge OR vorkommt. Nämlich die fork.c und die orphan.c. Netterweise macht das grep mir diese Buchstabenfolgen hier sogar noch rot, dass ich also sehe, wo hat es diese Dinge gefunden. So, und jetzt kann ich dieses Ergebnis wieder mit der Spitzenklammer nach rechts in eine zweite Datei umleiten. Also jetzt habe ich hier die Standardeingabe umgeleitet und die Standardausgabe leite ich auch noch um. Dann stelle ich fest, jetzt gibt es also eine Datei d2.txt. Kann ich auch mal reingucken. Na, da ist jetzt das Ergebnis von diesem grep drin gelandet. Und jetzt kann ich noch das Programm wc verwenden, das steht für Word Count. Und da nehme ich jetzt als Standardeingabe die d2.txt und was macht das WordCount? Das zählt mir die Anzahl der Zeilen, das sind zwei Zeilen hier gewesen in dieser Datei, das zählt mir die Anzahl der Wörter und die Anzahl der Zeichen in dieser Datei oder in der Standardeingabe, die es halt über die Standardeingabe bekommen hat. Und so kann ich also ein Tool nach dem anderen verwenden, um eine komplexe Fragestellung zu beantworten. Und diese Tools, die machen alle nicht besonders tiefgründige, abgefahrene Dinge. Also ls listet halt Dateien auf. Grep sucht in dem Standardeingabestrom nach Zeilen, in denen bestimmter Text vorkommt. Also in diesem Beispiel hier auf der Folie irgendwie die Zeichenfolge May, Leerzeichen, Leerzeichen 4. Oder in meinem Beispiel hier in der Kommandozeile OR. Ja? WC zählt Wörter und Zeilen und Zeichen. Ja? Und jetzt kann ich damit eine komplexere Frage beantworten, nämlich wie viele... Okay, nein, die Frage, die hier gestellt wurde, war nicht besonders tiefgründig. Okay. Glauben Sie mir zunächst mal,
ohne dass ich jetzt ein Beispiel direkt vom Baum pflücken kann, dass man hier sehr komplexe Fragestellungen behandeln kann, indem man also diese einfachen Tools nacheinander verwendet. Und ich kann das Ganze auch machen, ohne dass ich diese Zwischendateien D2, D1, TXT und so weiter verwende. Und dafür gibt es diesen Pipe-Operator. Also ich sage nämlich einfach ls-l und dann tippe ich dieses Pipe-Zeichen, also auf einer deutschen Tastatur ist das Alt-Gr und die spitze Klammer-Taste. Dann pipe ich das nach grep.or und das pipe ich nach wc. Das sorgt also dafür, dass ls-l, dass dessen Standardausgabe direkt verbunden wird, ohne eine Datei dazwischen auf die Festplatte legen zu müssen, direkt verbunden wird mit der Standardeingabe von dem grep-Prozess hier. Und die Standardausgabe von diesem grep-Prozess wird direkt verbunden mit der Standardeingabe von dem wc-Prozess. Und diese drei Programme werden halt gleichzeitig gestartet und diese Ein- und Ausgabestreams werden so verknüpft, dass also diese Pipeline hier quasi in einem Schlag ein Ergebnis liefert. Ja, so habe ich also nicht diese Zwischendateien auf der Festplatte. Und wenn man genug von diesen kleinen Werkzeugen kennt, dann kann man also sehr komplexe Fragestellungen beantworten mit diesen Unix-Tools. Und dahinter steckt auch diese Unix-Philosophie. Der Doug McElroy, der also diese Unix-Pipes erfunden hat, der hat diese Philosophie mal zusammengefasst mit, dass man also write programs that do one thing and do it well, also Programme schreiben, die genau eine Sache tun und die das aber richtig. Man soll Programme schreiben, die zusammenarbeiten. Ja, also zum Beispiel dieses grep-Kommando. Ja, das ist also dafür gemacht, dass es mit anderen Kommandos zusammenarbeitet, weil es nichts weiter tut, als einfach den Standardeingabestrom nach Zeilen durchsuchen, die auf ein bestimmtes Muster passen. Also das Muster bei mir war jetzt diese Zeichenfolge OR. Und write programs to handle text streams, because that is a universal interface. Ja, also dass diese Programme alle mit Textströmen arbeiten sollen, weil das einfach ein schöner gemeinsamer Nenner ist, auf dem man einfach, wenn man alle Programme darauf aufbaut, dann können sie deutlich leichter zusammenarbeiten. Und die Kurzfassung dieser Philosophie ist, do one thing, do it well. Ja, also, dass diese Programme eben sehr klein sind, nur im Prinzip eine Aufgabe erledigen soll, vielleicht mit der einen oder anderen Variation, dafür gibt es also schon noch Kommandozeilenparameter, aber von der Idee eben nicht sowas wie eine eierlegende Wollmilchsau-Webbrowser mit Datenbank-Server und Computerspiel drin, so, sondern sowas wie Cut. Ja, Cut kann Dateien aneinander hängen. Punkt. Ja, das klingt erstmal nach was man nicht ständig braucht. Wenn man es verbindet mit anderen kleinen Unix-Werkzeugen, dann kann das eben ein sehr hilfreiches Werkzeug sein. So, jetzt habe ich so eine ganze Reihe von Fragen. Da habe ich mich ein bisschen in Rage geredet und Fragen bis jetzt ein bisschen links liegen lassen. Jetzt schauen wir mal hier rein. Was ist der Unterschied zwischen PS und dem Task Manager? Naja gut, der Task Manager ist ein Windows-Feature, ne? Aber ansonsten leisten die das Gleiche, nur dass PS nach der Unix-Philosophie, das ist halt ein Kommandozeilenwerkzeug, das macht seine Ausgabe im Terminal, aber zeigt eine Prozessliste an. Ja? Und das macht zunächst mal der Task Manager unter Windows natürlich auch. Der macht aber noch mehr. Also mit dem Task Manager kann ich irgendwie interagieren. Das ist halt ein GUI-Programm, wo ich irgendwie die Prozesse, die da angezeigt werden, ich kann die sortieren. Ich kann Prozesse abschießen. Ich kann irgendwie auch irgendwie Ressourcenbelegung im System weiter irgendwie anzeigen. Ja, das ist was PS zum Beispiel nicht kann. Dafür gibt es andere Werkzeuge. Aber die sind natürlich verwandt. Ja, ganz klar. So, dann gibt es hier die Frage, ist macOS auch ein Unix-Betriebssystem? Ja, das habe ich vorhin ein bisschen unterschlagen. Völlig richtig. Ja, also macOS kommt auch aus diesem, also macOS ist auch in diesem Baum drin. Das kann ich mal ganz kurz dahin wechseln. Wo haben wir es denn? Gehen wir nochmal ganz kurz zu Slide 7. Hier unten, das hier ist macOS.
Ja, das ist der macOS 2 hier. Und da sieht man, dass das also hier von FreeBSD so ein bisschen was abkriegt, irgendwie von NetBSD ein bisschen was abkriegt, irgendwie auch hier direkt von einem älteren BSD. Und letztendlich steckt das macOS natürlich ganz tief in dieser Unix-Historie drin. Wo ordnet sich OS 2 ein? Nicht in diesem Unix-Baum, vereinfacht gesagt. Also OS X ist kein Unix-oides Betriebssystem, das ist eine separate Entwicklung. Wofür steht in dem Umleitungsbefehl in die TXT das minus L? Machen wir mal ganz kurz hier den Knopf, genau. Das minus L, wo habe ich es denn stehen? Genau, das, ich guck's mir mal in dieser neuesten Fassung hier an. Ich kann aber auch die ältere angucken. Das hier nun. Das ist einfach ein Parameter für das LS. Und das sorgt dafür, dass das Verzeichnislisting in der Langform passiert. Ja, also wenn ich einfach nur sage LS, dann kriege ich einfach nur eine Liste von Dateien. Und keine Zusatzinformationen. Wenn ich sage LS-L, dann kriege ich mehr Details. Ja, also, das sind zum Beispiel die Rechte auf dieser Datei hier. Also zum Beispiel der Nutzer HSC darf diese Datei lesen und schreiben und die Gruppe HSC darf die Datei auch lesen und schreiben und alle anderen dürfen die Datei nur lesen. So. Wie groß ist die Datei in Bytes? Wann wurde diese Datei zuletzt geändert, schätze ich mal. Das sind so Zusatzinformationen, die ich mit diesem Parameter minus L bekomme. So, kann man auch die Standardfehlerausgabe umleiten? Ja, kann man. Dazu bräuchten wir jetzt erstmal noch ein Programm, das irgendwie eine Fehlermeldung ausgibt. Genau, machen wir doch mal cut hello. So, cut hello 1.c gibt jetzt erstmal diese Datei aus. Und jetzt gebe ich mal noch eine zweite Datei aus, die es nicht gibt. So, und jetzt sieht man irgendwie, cut macht erstmal das, was ich ihm gesagt habe. Es gibt hier diese hello 1.c aus. Und dann gibt Cut eine Fehlermeldung aus. No such file or directory, die Datei gibt es nicht. So, und jetzt kann ich sagen, hier, das möchte ich, die Standardausgabe möchte ich in die Datei a.txt leiten und die Standardfehlerausgabe möchte ich in die Datei b.txt leiten. Jetzt sehe ich nichts mehr auf der habe ich keine Ausgabe mehr gesehen. Und wenn ich mal gucke, dann stelle ich fest, aha, es gibt jetzt zwei Dateien, a und b. Wenn ich hier in a reingucke, schauen wir mal a, .txt an, dann steckt hier natürlich einfach der Inhalt von hello 1.c drin. Wenn ich in b.txt reingucke, dann sehe ich hier die Fehlerausgabe von dem Cut. Also dieses 2 und spitze Klammer sorgt dafür, dass die Standardfehlerausgabe umgeleitet wird. Oft will man das aber nicht. Also oft will man eher den Effekt haben hier. Ich mache einen Cut von zwei Dateien. Ich möchte, also was macht dieser Befehl hier? Der hängt zwei Dateien aneinander und tut das Ergebnis in die a.txt. Und jetzt sehe ich trotzdem, dass ein Fehler passiert ist. Also als Nutzer will ich ja trotzdem noch mitkriegen, wenn irgendwas schief geht. Ja, aber grundsätzlich geht das. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Gerade keine akuten. Dann würde ich weitermachen. Muss ich erstmal meine Folie wiederfinden. Genau. Wie sieht das aus, wenn man selbst mal so ein Programm schreiben will? Also wir haben uns jetzt schon mehrfach hier diese hello1.c angeguckt. Ja, das ist also jetzt hier mit Source Code Highlighting, aber letztendlich ein einfaches Hello World C-Programm. Und das möchte ich jetzt mal übersetzen auf meiner Maschine. Ja, und dann habe ich hier, mein Terminal, mache das nochmal schon mal sauber mit Steuerung L und mache jetzt mal das hier, was auf der Folie steht. Mit mkd lege ich jetzt erstmal ein Unterverzeichnis an, namens Beispiel. Dann wechsle ich in dieses Verzeichnis Beispiel rein. Dann sorge ich dafür, dass ich, auf Ihrem Rechner haben Sie ja noch keine Hello 1.c, deswegen lade ich die jetzt mal runter. Wege, das ist also ein Tool, um Dinge runterzuladen. So, und er hat das jetzt also runtergeladen von unserem Webserver hier. Und dann habe ich jetzt also hier die Datei hello1.c und die kann ich angucken mit cut. Und die liegt jetzt hier vor.
Das kann ich noch nicht ausführen, das Ding. Ja, das ist einfach nur eine Textdatei. Quelltext, die kann ich auch editieren, zum Beispiel mit dem Editor Vim. Da habe ich auch dieses Source Code Highlighting, wird das, also, das Ganze also schön bunt. Aber ich kann es noch nicht ausführen. Ja, und dafür gibt es den GCC. GCC steht für GNU Compiler Collection. Früher stand das für den GNU C Compiler. Mittlerweile kann das Ding aber noch mehr Sprachen übersetzen, Programmiersprachen übersetzen als C. Deswegen ist es heutzutage die GNU Compiler Collection. Und dieser GCC, der kann zunächst mal alle Schritte, die man zum Übersetzen braucht, in einem Schritt durchführen. Ja, das kann man einfach mal machen. GCC. Und es gibt hier auch keine Fehlermeldung aus. Wenn ich hier mal nochmal eine ls mache, stelle ich fest, aha, da fällt eine Datei raus, die heißt a.out. Ja, und die kann ich auch ausführen. Wenn ich jetzt einfach sage a.out, dann funktioniert das nicht. Ich habe vorhin schon mal verraten, warum das nicht funktioniert. Vielleicht erinnert sich jemand. Was muss ich denn machen? Oder anders gesagt, wo sucht denn eine Shell ausführbare Dateien? Hat da jemand einen Vorschlag? Wo sucht eine Shell ausführbare Dateien? Sie müssen nur im Geiste ungefähr eine Dreiviertelstunde zurückscrollen, dann wissen Sie es noch. Im Pfad, genau, in der Variable $path. Ne? Also nochmal hier zur Erinnerung, $path ist also die Variable, in der drin steht, in welchen Verzeichnissen die Shell automatisch nach ausführbaren Dateien sucht, wenn ich also ein Kommando eingebe. Und das Verzeichnis, in dem ich hier gerade bin, ne, mit pwd kann ich also gucken, wo bin ich gerade, dieses Verzeichnis ist nicht in dieser Liste hier oben drin. Und dementsprechend, wenn ich einfach nur sage a.out, dann durchsucht die Shell automatisch all diese Verzeichnisse, findet es in keinem dieser Verzeichnisse und sagt dann, okay, Command not found. Geht nicht. Es gibt zwei Lösungen. Die eine Lösung ist, das aktuelle Verzeichnis in diese Path-Variable tun. Das ist aber nicht wirklich praktikabel und auch nicht so schlau aus Sicherheitsgründen. Kann ich separat mal eruieren, wenn jemand Interesse hat. Die andere Möglichkeit ist, ich sage halt den Pfad zu dieser Datei explizit an. Also was ich zum Beispiel machen kann, ich gebe hier einfach diesen kompletten Pfad hier ein. Kann hier übrigens in so einem Terminal unter Linux, kann ich also hier Sachen markieren und mit der mittleren Maustaste wieder pasten. So, jetzt habe ich also den kompletten Pfad und dann hänge ich noch hinten dran a.out und dann geht's. Ja, dann wird hier also wird das ausgeführt und dann, wie ich in dem C-Programm auch programmiert habe, wird hier also Hello World ausgezeichnet. Den kompletten Pfad will ich eigentlich normalerweise auch nicht eingeben, deswegen gibt es unter Unix zwei besondere Verzeichnisse. Das eine heißt Punkt und das andere heißt Punkt, Punkt. Punkt ist immer das aktuelle Verzeichnis. Wenn ich einfach sage Punkt slash a.out, dann kann ich das Ding ausführen. Ja, Punkt, Punkt ist das Elternverzeichnis. Also wenn ich mit Punkt, Punkt ist jetzt also dieser Pfad hier gemeint. Also ein Verzeichnis rauf. Okay, das Ding heißt also a.out. Ich kann dem GCC auch sagen, dass das Ding nicht a.out, sondern hello1 heißen soll. Jetzt hat er also hier eine ausführbare Datei namens hello1 erzeugt. Der Einfachheit halber bleibe ich jetzt auch mal bei dem a.out. Sie haben ja alle schon in vergangenen Semestern mal C behandelt, aber jetzt nochmal zur Erinnerung, dass der Weg von einem C-Programm bis hin zur ausführbaren Datei sind mehrere Schritte. Das ist zunächst mal Preprocessing. Ja, also wenn wir nochmal in dieses Programm hier reingucken, na, da steht hier am Anfang hash include stdio.h. Hashtag heißt das ja heute. Hash include stdio.h, da wird ein Header eingebunden. Ja, was letztendlich hier passiert, der C-Compiler sucht, nein, nicht der C-Compiler, der Präprozessor sucht in bestimmten Pfaden nach der Datei stdio.h. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, dass der Inhalt von dieser Datei stdio.h hier einfach reingepastet wird an der Stelle. Ja, und da stehen halt Prototypen von Funktionen drin, wie zum Beispiel dem printf. Ja, also nämlich die Datenstrukturdefinition und
Prototypen von Funktionen, wie zum Beispiel dem printf, damit der Compiler weiß, welche Schnittstelle dieses printf hat. Ja, so, und das Preprocessing, das macht also nichts anderes als das, nämlich alles, im Prinzip all diese Direktiven, die mit einer Raute hier anfangen, umsetzen, also hier zum Beispiel tatsächlich die Datei stdio.h zu finden und hier rein zu pasten. So, dann kommt der Compiler, der kompiliert das Ganze zu Assembler-Code. Das ist dann Maschinencode, aber immer noch in Textform. Dann kommt der Assembler, der übersetzt das Ganze dann in Maschinencode. Und der Linker, der bindet das dann noch zusammen mit den Bibliotheken, die man hier benutzt. Also standardmäßig zunächst mal die Standard-Lib, die libc, ne, wo also zum Beispiel die Funktion printf drin definiert ist. Und der GCC, das ist also ein Treiber, sagt man, ein Treiber, der also diese ganzen Zwischenschritte für einen durchführt, netterweise. Also das Programm CPP zum Beispiel, da steckt der Präprozessor drin. Ja, das gibt es auch, das kann ich selber ausfüllen, wenn ich möchte. Das sieht jetzt aus, als ob das nichts tut, weil es nämlich auf der Standardeingabe darauf wartet, dass da jetzt also ein C-Programm reinkommt. CC1, das werden Sie in der Übung noch ein bisschen genauer erfahren, das liegt also liegt nicht in diesem Path. Dann AS ist der Assembler und LD ist der Linker. Der GCC macht das aber netterweise für uns alles in einem Schritt. Das ist auch das, was man normalerweise braucht. Man kann aber auch die Zwischenschritte sich angucken oder auch selbst durchführen. Also zum Beispiel, wenn ich dem GCC den Kommandozeilenparameter minus groß E gebe, leite ich das Ergebnis mal in hello1.i um. Dann sieht man also hier, dann wird hier eine Menge Zeug reingepastet. Und ganz unten ist unsere Main. Und alles, was hier drüber ist, das wird durch dieses Hash include stdio.h reinkopiert. Und genauso hier mit hello1.s. Ich kann den Compiler laufen lassen bis zur Assembly State. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist also der Assembler-Code, der hinten rausfällt, wenn ich das Ding übersetzen will. Das ist also hier zum Beispiel die Funktion main, nur jetzt halt x86, also AMD64 Assembler oder x86-64 Assembler. Also, und das kann man auch noch mit den weiteren Schritten hier machen. Diese Kommandos hier per Hand aufzurufen, ist ein bisschen anstrengend. Da muss man, das werden Sie vielleicht in der Übung auch erfahren, da muss man relativ tief ins System reinlangen, weil man nämlich die Pfade zum Beispiel zu den Bibliotheken braucht, die man hier hinzulinken möchte. Also deswegen ist es ganz nett, dass der GCC, dieses GCC-Programm hier das alles für uns erledigt. Und so kann ich also eigene Programme übersetzen, also C-Programme übersetzen zu ausführbaren Programmen und die wiederum kann ich starten als Prozesse. Gibt es soweit Fragen? Gibt es akut Fragen? Okay, hier gibt es ein paar. Und zwar, werden auch alle Unterverzeichnisse in $path durchsucht? Nein, werden sie nicht. Was bedeutet spitze Klammer auf? Und das war die Umleitung. Ja, die Umleitung der Standardausgabe geht mit dieser spitzen Klammer. Ne? ls. Und dann habe ich hier eine Datei x. Und da ist also die Standardausgabe von dem ls drin gelandet. So, dann hat jemand genau aufgepasst. Wie tauchte denn in einem Schritt gerade Beispiel/Slash auf? Das haben Sie doch nicht getippt, oder? Sie sind, passen auf wie ein Fuchs. Ich habe gesagt CD und dann habe ich einfach nur die Tabulator-Taste gedrückt. Weil die Bash ist hier ein bisschen schlauer, als sie nach meinem Geschmack sein sollte. Deswegen schalte ich das normalerweise aus. Auf dem System hier habe ich das noch nicht gemacht. Die Bash sieht, okay, der Nutzer will hier in ein Verzeichnis wechseln und das einzige Unterverzeichnis, das hier in diesem Verzeichnis liegt, heißt Beispiel. Das heißt, dass die Tabulator-Completion auch schon funktioniert, bevor ich den ersten Buchstaben getippt habe. Wenn ich jetzt hier noch ein zweites Verzeichnis anlege, Test, dann sagt CD und dann Tabulator, dann zeigt er mir hier nur an, welche ich denn jetzt noch zur Wahl hätte. Also Kurzfassung, das ist die Tabulator-Completion. Magie, die in die Bash eingebaut ist. Okay, soweit dazu. Im Chat gibt es sonst nichts, alles klar.
Dann machen wir mal weiter. Da muss ich hin. Genau. Wir waren ja bei Prozessen und für die. Aha, da probiert jemand mein Telefon aus. Das geht jetzt leider gerade nicht. Ja. Willkommen auf dem Corona-Campus, sage ich dann. Unix-Prozesssteuerung, genau. Also es gibt Systemaufrufe zum Steuern von Prozessen. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Überblick. Es gibt also noch mehr, aber das sind so die wichtigsten, würde ich sagen. Zunächst mal hier mit diesen beiden Aufrufen, beim Systemaufrufen hier getpit und getppit kriege ich raus, also in meinem C-Programm, ich kann in meinem C-Programm die Funktion getpit nutzen, da steckt letztendlich ein Systemaufruf dahinter, der herausfindet, wie die Prozess-ID des gerade laufenden Prozesses lautet. Genauso mit diesem getppit kriege ich die Prozess-ID des Elternprozesses raus und mit interessant. Okay, ich muss hier mal dieses Telefon disablen. So. Einfach hart die Kabel rausziehen. Manchmal geht es nicht anders. So. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Mit GetUID kriege ich raus, wie die Benutzererkennung des laufenden Prozesses ist. Also wir haben ja schon geklärt, dass jeder Prozess eine eigene ID hat. Auch jeder Nutzer auf einem System hat eine eigene ID, und zwar die sogenannte UID oder User-ID. So, und jetzt kommen die bisschen spannenderen noch. Mit Fork kann ich einen neuen Kindprozess erzeugen unter Unix. Ja, das ist so der zentrale Systemaufruf, um einen neuen Prozess zu erzeugen. Ohne Fork geht nichts. Ja gut, Exit, davon gibt es zwei Varianten, da komme ich gleich nochmal ganz kurz dazu. Damit kann man den laufenden Prozess beenden. Mit Wait kann ich darauf warten, dass ein Kindprozess, den ich erzeugt habe, sich beendet. Und was das Ganze vervollständigt, dass ich also andere Programme als Kindprozesse starten kann, ist der exec-Systemaufruf oder die exec-Systemaufruffamilie. Das ist jetzt also hier das execve als Beispiel. Aber diese beiden Buchstaben da am Schluss, davon gibt es ganz viele Varianten. Aber letztendlich sind die alle dafür da, um ein neues Programm im Kontext des gerade laufenden Prozesses zu starten. Das klingt jetzt ein bisschen weird, das werde ich aber an Beispielen erklären, wie das funktioniert. So, zunächst mal, also der Systemaufruf Fork. Ja, der kriegt gar keinen Parameter, der liefert zurück ein PIT-T, das ist ein Datentyp-Alias, eine Typdefinition, wo letztendlich eine ganze Zahl dahinter steckt. Ja, also ein PIT-T ist also der Datentyp für eine Prozess-ID. Was macht Fork? Das dupliziert den gerade laufenden Prozess. Ja, ich erkläre das immer ganz gern irgendwie, oder ich versuche das immer zu erklären mit Zellteilung. Ja, Sie haben also einen Prozess und der ruft jetzt Fork auf und in dem Moment wird ein neuer Prozess erzeugt, der ist also der Kindprozess. Und da läuft dasselbe Programm drin. Jetzt haben wir also zwei Prozesse, in denen dasselbe Programm läuft, das an derselben Stelle steht, wo der Prozess, die beide an derselben Stelle stehen, nämlich direkt hinter diesem Fork-Systemaufruf. Gucken wir uns gleich an einem konkreten Beispiel an, weil das ist nämlich ein bisschen verrückt, da muss man erstmal sein Gehirn ein bisschen drum rumwickeln. Dieser Kindprozess, der dabei entsteht, der erbt eine ganze Reihe an Dingen, nämlich zum Beispiel den kompletten Adressraum von dem Prozess, ja, also Codesegment, Datensegment, BSS, Heap, Stack, die Benutzererkennung, also dieser Prozess läuft unter demselben Nutzer, erbt auch die Standard-Ein-Ausgabekanäle und erbt die Prozessgruppe und die Signaltabelle, da kommen wir später noch ein bisschen genauer dazu. Was es auch erbt, sind die gerade offenen Dateien. Ja, also wenn ein Prozess Dateien geöffnet hat und dann ein Fork aufruft, dann hat der Kindprozess dieselbe Datei auch geöffnet. Dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt auch. Was nicht vererbt wird oder kopiert wird, ist die Prozess-ID. Also der Kindprozess bekommt natürlich eine neue Prozess-ID. Ja, ich hatte schon gesagt, Fork ist der einzige Mechanismus, um neue Prozesse unter Unix zu erzeugen. Wenn der Kindprozess dieselbe Prozess-ID bekommen würde, dann gäbe es nur eine Prozess-ID im ganzen System.
Ja, also der Kindprozess bekommt eine neue Prozess-ID. Durch diese Prozesshierarchie bekommt der Kindprozess natürlich auch eine neue Parent-Process-ID. Also die Prozess-ID des Elternprozesses ist ja die Prozess-ID von dem Prozess, der das Fork aufgerufen hat. Anhängige Signale, komme ich auch zum späteren Zeitpunkt dazu. Ne? Also wenn ein Prozess ein Signal geschickt wird, dann merkt sich das Betriebssystem, dass der Kindprozess, für den Kindprozess wird das zurückgesetzt. Kurzfassung, wie funktioniert Fork? Ein Prozess ruft Fork auf, zwei Prozesse kehren zurück. Wilde Geschichte, gucken wir uns ein Beispiel an. Das ist jetzt also ein kleines C-Programm, das mehr oder weniger genau und nur Fork macht und noch so ein bisschen Ausgaben und so Dinge drumherum, aber im Prinzip macht das hauptsächlich ein Fork. Also was wird hier gemacht? Es wird also hier zunächst mal eine Ausgabe getätigt, wo wir also rauskriegen, wie ist meine Prozess-ID, wie ist die Parent-Prozess-ID, das sind also diese beiden Systemaufrufe, die ich gerade vorgestellt hatte, die also die Prozess-ID und die Parent-Prozess-ID rausfinden und dann wird ein Fork aufgerufen. So. Und dann wird der Rückgabewert von dem Fork wird in der Variable PID gespeichert. Ja, wir hatten gerade gesehen, dass es ein PID-T eigentlich ist. Wir speichern das hier einfach in einem Int. So aus bisschen aus Verständnisgründen auch. Und letztendlich sind diese Datentypen auch kompatibel. Und dann wird hier eine Fallunterscheidung gemacht. Ja, wenn PID größer 0 ist, dann sind wir offenbar im Elternprozess. Wenn PID gleich 0 ist, dann sind wir im Kindprozess. Und wenn PID negativ ist, dann ist offenbar irgendwas schiefgegangen. Ja, diesen Fall hier unten, den ignorieren wir jetzt mal ganz kurz. Aber gut, jeder Systemaufruf kann scheitern und damit muss man in seinem C-Programm immer rechnen. Okay, dann starten wir dieses Programm mal. Das ist also hier, das ist mal hier das Ausgabefenster von diesem Programm. Ich starte jetzt dieses Fork-Programm und das läuft hier los. Das nehmen wir mal an, das bekommt hier die Prozess-ID 7553. Das ist also... Wenn ich das jetzt im Debugger zum Beispiel durchsteppen würde, dann wäre ich jetzt hier in der ersten Zeile. Und jetzt lasse ich das weiterlaufen. Jetzt sind wir bei diesem printf angekommen. Es müsste also gleich eine Ausgabe passieren. Und tatsächlich hier unten, hier wird ausgegeben, die Prozess-ID ist 7553. Das ist also die wir schon angenommen hatten hier. Und die Parent-Process-ID ist 4014. Das ist die Prozess-ID von dem Shell-Prozess, in dem hier dieses Fork gestartet wurde. Ja? So, und jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt ruft also der Prozess den Systemaufruf Fork auf. Und das sorgt dafür, dass also der Prozess dupliziert wird. Ich hatte ja gerade gesagt, ne, Zellteilung. Und jetzt haben wir zwei Prozesse. Und der neue Prozess bekommt zum Beispiel die Prozess-ID 7554. Und ich hatte gesagt, beide Prozesse sind jetzt direkt nach dem Systemaufruf von dem Fork. Ja? Wir haben jetzt also zwei Prozesse in unserem System, wobei die eine Eltern-Kind-Beziehung haben. Das ist der Elternprozess hier links, das ist der Kindprozess hier rechts. Und die führen gerade beide dasselbe Programm aus, nämlich das Programm Fork. Ja, das ist also das Kompilat aus diesem C-Programm hier. Und die sind jetzt beide an dieser Stelle direkt nach dem System auf dem Fork. So. Und jetzt könnte ich annehmen, okay, jetzt tun die beide natürlich dasselbe. Ja? Wenn die beide an derselben Stelle im Code sind, dann laufen die jetzt genau hier weiter. Tun sie aber nicht. Und zwar, warum? Naja, hier links ist der Rückgabewert von dem Fork die Prozess-ID von dem neu erzeugten Kindprozess. Das heißt, in diesem linken Prozess landet in dieser PID-Variable der Wert 7554. Hier rechts in dem Kindprozess ist der Rückgabewert von dem Fork 0. Ja, das ist einfach so ist Fork halt definiert. Im Kindprozess liefert Fork 0 zurück. Im Elternprozess liefert das Fork die Prozess-ID von dem neu erzeugten Prozess zurück. Das ist auch die einzige Art und Weise, nicht ganz, aber jetzt mal die naheliegendste Art und Weise zu unterscheiden, bin ich, der jetzt hier den Code hier weiter ausführt oder hier den Code weiter ausführt, bin ich der Elternprozess oder bin ich der Kindprozess? Ich schaue mir einfach den Rückgabewert an, den das Fork zurückliefert. Und das ist auch das, was die Prozesse jetzt tun. Die laufen ja jetzt parallel weiter, ja, oder nebenläufig weiter. Nehmen wir mal an, wir sind auf dem Uniprozessorsystem, jetzt läuft erstmal der Kindprozess hier. Ja, prinzipiell könnten die auch gleichzeitig laufen auf einem Multiprozessorsystem. Damit das Ganze hier überschaubar bleibt, gucken wir uns erstmal nur den rechts hier an. Der läuft jetzt also hier weiter und der macht jetzt hier also die Fallunterscheidung.
Pit größer 0? Nein, Pit gleich 0. Ja, na, der Rückgabewert hier war 0, also gehen wir hier in diesen Zweig und wir geben hier aus im Kind-Prozess Prozess-ID 7554, Parent-Prozess-ID 7553. So, und dann beendet sich dieser Kind-Prozess. Na, der verlässt hier die Main und damit ist er terminiert, beendet. Und jetzt gucken wir uns mal noch an, was macht der Elternprozess. Der läuft hier auch weiter und der kommt hier in diesen ersten Zweig. Ne? Bei dem war der Rückgabewert 7554. PIT ist größer 0, also wird hier diese Ausgabe getätigt. Im Elternprozess Kind-Prozess-ID 7554. Na, auch der beendet sich jetzt, ist terminiert und jetzt sind wir wieder in der Shell und können ja, wieder irgendwas tun. So funktioniert Fork. Ja, Prozesserzeugung durch erstmal Duplizieren seiner selbst. Gibt es dazu Fragen? Also da müssen Sie ein bisschen versuchen, Ihr Gehirn mal rumzuwickeln um dieses Fork. Das ist schon sehr speziell. Das ist aber das, wie Prozesse erzeugt werden unter Unix. Der Kind-Prozess hier rechts, ne, der macht natürlich jetzt in diesem Beispiel erstmal dasselbe oder fast dasselbe oder wird nicht ersetzt durch ein anderes Programm. Ja. Der macht jetzt nicht dasselbe, weil er hier eine Fallunterscheidung durchläuft. Ne, also der läuft in diesen Zweig hier und der läuft in diesen Zweig hier. Ein häufiger Anwendungsfall ist, man macht ein Fork, also erzeugt einen neuen Prozess, einen neuen Kind-Prozess. Und in dem Kind-Prozess wird dann der Prozess durch ein neues Programm ersetzt. Also wenn ich zum Beispiel in der Shell das irgendwie ein Programm starte, ne, ich in der Shell sage ls zum Beispiel, dann macht die Shell zunächst mal ein Fork, dann gibt es die Shell zweimal und im nächsten Moment ersetzt sich der Kind-Prozess durch das ls-Programm. Und das geht durch einen weiteren Systemaufruf, nämlich diesem exec, ja, also exec lp, exec ve, wie auch immer sie alle heißen. Und das klingt ja zunächst mal nach ganz schön Verschwendung. Ja, also das, wenn man also sagt, ne, diese Zellteilung, da wird jetzt erstmal der komplette Adressraum kopiert, der komplette Prozess dupliziert. Das kostet viel Zeit. Ja, was da historisch gemacht wurde, ist, naja, nicht alles zu kopieren, sondern man hat eben nicht Fork benutzt, sondern V-Fork. Das war also eine Variante von dem Fork. Da wird also zunächst mal der Elternprozess suspendiert, also angehalten, solange bis der Kindprozess exec aufruft oder mit exit terminiert. Eins von beiden. Sodass der Kindprozess dann einfach Code und Daten des Elternprozesses nutzen kann. Darf aber natürlich die Daten von dem Elternprozess nicht verändern, sonst arbeitet der Elternprozess dann auch nicht mehr so weiter, wie er weitergearbeitet hätte, wenn man nicht geforkt hätte. Was heute tatsächlich gemacht wird, ist Copy-on-Write. Also da wird diese Memory Management Unit, gucken wir uns auch später nochmal genau an, wie das technisch geht, wird die Memory Management Unit genutzt, dass Elternprozess und Kindprozess tatsächlich dasselbe Code- und Datensegment nutzen. Ja, also wirklich dieselben Bits und Bytes im Speicher. Und diese Speicherseiten aber so programmiert werden, oder so konfiguriert werden, dass wenn einer der beiden Prozesse drauf schreibt, dass genau in diesem Moment die Speicherseite kopiert wird. Das heißt also, es werden nur die Teile des Speichers und auch erst dann kopiert, wenn es wirklich nötig ist. Also wenn wirklich die Gefahr besteht, dass der eine Prozess den Speicher von dem anderen irgendwie verändern würde. Und wenn nach dem Fork direkt ein Exec kommt, also das Szenario, das eben also in einer Shell passiert, wenn ich ein Programm starte, dann kommt das eben nicht vor. Ja, dann muss in der Regel im Kind-Prozess überhaupt nichts geschrieben werden und es passiert keine Kopie. Ja, das führt eben dazu, dass ein Fork mit Copy on Write eigentlich nicht langsamer ist als das V-Fork. Gut, hierzu Fragen. Schauen wir mal. Gerade keine akut. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu sehr überfahren.
Also das mit dem Fork, das müssen Sie sich im Zweifel auch nochmal zu Gemüte führen. Das versteht man möglicherweise nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht auf den zweiten. Gucken wir uns mal noch ein paar weitere Systemaufrufe an. Das ist underscore exit, ist ein Systemaufruf. Das terminiert einfach den laufenden Prozess. Also beendet den. Und das kriegt hier einen Parameter, nämlich eine Ganzzahl. Und diese Ganzzahl, die wird als sogenannter Exit-Status an den Elternprozess zurückgegeben. So kann also der Elternprozess erfahren, ob der Kindprozess Erfolg hatte mit dem, was er tun sollte. Klassischerweise unter Unix gibt man hier den Wert 0 zurück für den Erfolgsfall und irgendeinen Wert, der nicht 0 ist, für Fehlerfälle. Ja? Und im Elternprozess kann man tatsächlich auch diesen Wert abfragen, also kann herausfinden, mit welchem Wert hat der Kindprozess terminiert. Dieses underscore exit, das ist ein Systemaufruf. Da wird wirklich ein Aufruf in den Kern gemacht. Da passiert also ein Moduswechsel vom Nutzermodus in den Supervisor-Modus und der Kern gibt dann die belegten Ressourcen dieses Prozesses frei. Also gerade noch offene Dateien, zum Beispiel werden geschlossen. Der belegte Speicher wird freigegeben. Was man aus C heraus normalerweise aufruft, ist aber Exit und nicht Underscore Exit. Und dieses Exit ohne Underscore, das macht noch ein bisschen mehr. Das ist tatsächlich auch kein Systemaufruf, sondern das ist eine C-Bibliotheksfunktion. Und die sorgt eben noch dafür, dass das ein bisschen aufgeräumt wird, vereinfacht gesagt. Also zum Beispiel wird in C, werden bestimmte Ein-Ausgabekanäle werden gepuffert. Ja, also wenn man in Dateien schreibt, in C mit der Standard-C-Schnittstelle, dann wird die Ausgabe gepuffert und also letztendlich aus Effizienzgründen, ne, dass also nicht immer so wortweise in die Datei geschrieben wird und jedes Mal wieder ein Systemaufruf passiert, weil Systemaufrufe sind nämlich relativ zeitaufwendig, relativ teuer, ne, sondern wird erstmal geguckt, bis der Puffer gefüllt ist und dann wird erst der komplette Puffer ans Betriebssystem übergeben. Und wenn man das Exit hier aufruft, dann wird dafür gesorgt, dass bevor der Prozess tatsächlich terminiert und dieses underscore Exit, den Systemaufruf, aufruft, dass erstmal noch alle Puffer rausgeschrieben werden. Das heißt also, normalerweise will man Exit ohne Underscore, das Exit mit dem Underscore hier, das ist also der Systemaufruf, der wirklich direkt an das Betriebssystem meldet, okay, ich möchte mich jetzt beenden. Was hier auch noch passiert, und da komme ich zum späteren Zeitpunkt nochmal genauer drauf zu, ist, wenn dieser Prozess sich terminiert, dann wird dem Elternprozess ein Signal gesendet. Ja, das nehmen Sie jetzt einfach erstmal hin als, so wie man das halt kennt, wenn Signale irgendwo an irgendjemanden übergeben werden. Ja, also es wird also etwas gemeldet. Ja, was da technisch passiert, das schauen wir uns später an. Und zwar ein Signal namens Sick Child. So kriegt also der Elternprozess mit, aha, da ist ein Kindprozess, da hat sich ein Kindprozess beendet. Genau, wie gesagt, und das Exit ohne Underscore, das räumt zusätzlich noch Dinge auf. Gut, was passiert eigentlich, wenn ein Kindprozess seinen Elternteil verliert? Ja, das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber es passiert häufiger, als man denkt. Dieses Szenario hier. Wir haben dem also an, wir haben unsere Prozesshierarchie, wir haben hier den Init-Prozess und dann irgendwie den Getty und den Bash-Prozess hier zum Beispiel und ich habe jetzt also als Nutzer den Firefox gestartet. Und jetzt wird diese Shell hier beendet, obwohl der Firefox noch läuft. Ja? Dann ist der Firefox ein sogenannter Orphan-Process, ein verwaister Prozess. Und Unix sorgt dafür, dass die Prozesshierarchie intakt bleibt. Ja, also jeder Prozess muss einen Elternprozess haben und deswegen adoptiert automatisch der Init-Prozess, der mit der Prozess-ID 1, alle verwaisten Prozesse. Also selbst wenn hier in dieser Hierarchie noch mehr Prozesse dazwischen wären, ja, der Firefox, sobald er seinen direkten Elternprozess verliert, bekommt direkt die Prozesshierarchie Wurzel oder je nachdem, aber wir hatten ja vorher gesehen, dass es dann auch noch Prozesse mit der PID 0 gibt zum Beispiel, ne? Aber der Prozess mit der Prozess-ID 1 erbt dann oder adoptiert dann alle verwaisten Prozesse. Ja, sodass also zu jedem Zeitpunkt wir eine gültige Prozesshierarchie haben. Gut, weiterer Prozess,
bezogener Systemaufruf ist der Systemaufruf Wait. Und Wait bekommt hier also ein Int-Stern, also ein Int-Pointer-Parameter und liefert einen Pit-T zurück. Und dieses Wait, wie der Name schon sagt, das wartet darauf, dass ein Kind-Prozess terminiert. Ja, also wenn ich zum Beispiel einen Fork gemacht habe und im Kind-Prozess also irgendwelche spannenden Dinge getan werden, kann ich im Elternprozess Wait aufrufen und dieses Wait blockiert, lässt also meinen Prozess im blockierten Zustand stehen, bis der Kind-Prozess beendet ist. Ja, über diesen Pointer-Parameter hier kann ich auch diesen Exit-Status rausfinden, über den ich gerade geredet hatte. Also man kann ja im Kind-Prozess beim Aufruf von Exit einen Exit-Status zurückgeben, ne, also 0 für Erfolg oder irgendwas anderes, was nicht 0 ist, für Misserfolg. Und im Elternprozess kann ich in dem Wait über diesen Pointer-Parameter hier rauskriegen, was denn mit dem Kind-Prozess passiert ist. Wenn es keinen Kind-Prozess gibt, weil er zum Beispiel schon terminiert hat oder weil es nie einen gab, dann kehrt das Wait sofort zurück. Ja, und das ist auch das, was eine Shell zum Beispiel normalerweise macht. Eine Shell macht erstmal einen Fork, dann wird im Kind-Prozess ein Exec gemacht, also wo dann das Programm, also der Kind-Prozess dann mit dem Programm ersetzt wird, das der Nutzer starten wollte. Und der Elternprozess macht so lange, also die Shell macht so lange ein Wait und wartet darauf, dass der Kind-Prozess beendet ist. Also ihr erinnert sich vorhin das Beispiel mit diesem Editor Kate. Erst als ich den beendet hatte mit dem X in der Ecke, kam der Shell prompt wieder, weil die Shell einfach so lange blockiert hat in dem Systemaufruf Wait, bis ich diesen Kind-Prozess, dieses Kate hier, beendet hatte. Wie verwendet man das Wait? Hier wird wieder ein Fork gemacht. Na, wir machen jetzt also hier wieder eine Fallunterscheidung. Wenn die Pit größer 0 ist, dann sind wir also im Elternprozess. Das hier ist der Kind-Prozess. Pit gleich 0 ist Kind-Prozess, das hier ist der Elternprozess-Zweig. Und in dem Elternprozess mache ich erstmal ein Sleep. Ich warte jetzt erstmal 5 Sekunden und dann mache ich ein Wait. Ich rufe hier das Wait auf und will hier über diesen Parameter, übergebe ich also die Adresse von einer Integer-Variable hier, die hier eine lokale Variable ist, und kann dann über bestimmte Makros, die aus dem Header-File kommen, in dem auch das Wait deklariert wird, rausfinden, über dieses WIF-Exited-Makro zum Beispiel rausfinden, hat der Kind-Prozess sich normal beendet. Wenn er sich nicht normal beendet hat, weil er gecrashed ist zum Beispiel, dann liefert das hier falsch. Dann liefert das hier false und dieses If hier dieser Rumpf hier von dem If hier wird nicht betreten. Und mit dem Makro WIF-Exit-Status kann ich rauskriegen, welchen ganzzahligen Wert hat der Kind-Prozess eigentlich bei seinem Exit-Aufruf übergeben. Das ist der sogenannte Exit-Status, der jetzt dann hier ausgegeben wird. Mal ausprobieren, ob das wirklich so funktioniert, wie ich das behaupte. Ja, also das hier ist dieses C-Programm, das Sie vor sich sehen. Das übersetzen wir jetzt einfach mal. Warnungen, da hat jemand hier nicht seinen Code richtig, aber es funktioniert offenbar trotzdem. Naja. 5 Sekunden warten. Und jetzt macht der Elternprozess hier ein Wait. Also, was hier übrigens, also weswegen wird hier eigentlich ein Sleep gemacht, um zu demonstrieren, dass, naja, also was ist denn hier passiert? Ich wurde geforkt. Der Kind-Prozess macht das hier unten, der beendet sich so quasi sofort mit dem Exit-Status 42. Und der ist jetzt schon beendet, dieser Kind-Prozess. Der ist schon weg. Weg in Anführungszeichen. Und der Elternprozess, der wartet jetzt erstmal 5 Sekunden. Ja, damit wollte ich jetzt dafür sorgen, dass es wirklich ein messbares Zeitfenster gibt, in dem der Elternprozess noch existiert, der Kindprozess aber schon sich beendet hat. Worauf ich hier hinaus will, auch nach 5 Sekunden nachdem der Kindprozess sich schon beendet hat, kann ich immer noch den Exit-Status abrufen von diesem Kindprozess. Ja? Und in diesem Zeitfenster dazwischen ist dieser Kindprozess im sogenannten Zombie-Zustand. Das klingt ein bisschen wild, aber es waren die wilden 70er.
Da haben sie eben also diesen, also einen Prozess, der sich schon beendet hat, aber dessen Exit-Status noch nicht abgefragt wurde mit dem Wait-Systemaufruf. Diese Sorte Prozess haben sie genannt einen Zombie. Die meisten Ressourcen, die so ein Prozess belegt, die sind zu dem Zeitpunkt dann schon freigegeben. Also der braucht quasi keinen Speicher mehr. Aber seine Prozess-ID ist noch belegt. Und es ist insbesondere die, der Prozess-Kontrollblock noch da, in dem der Exit-Status drinsteht. Ja, also die, im weiteren Sinne, die Prozessverwaltung muss diesen Wait-Prozess noch kennen. Ja, das können wir auch hier mal ausprobieren. Ich mache hier nochmal ein neues Fensterchen auf und mache hier mal ein... Ach nee, wir tun das einfach. Wir machen es einfach mal hier irgendwie in dem Beispiel. Also ich lasse das im Hintergrund laufen. Dann mache ich mal ein PS und stelle fest, hier ist also der A.out, den gibt es hier zweimal. Ne? Das ist der Elternprozess, das ist der Kindprozess. Die sind auch netterweise tatsächlich von der Prozess-ID nur eins nebeneinander. Und der Kindprozess ist hier defunct. Ja, und das ist die Art und Weise, wie PS einen Zombie-Prozess darstellt. Ja, also ein Zombie-Prozess ist ein Prozess, der schon terminiert hat, der schon terminiert ist, aber dessen Elternprozess noch nicht den Exit-Status abgefragt hat mit Hilfe des Systemaufrufs Wait. Übrigens der Init-Prozess, also nehmen wir mal an, der Elternprozess beendet sich, bevor der Kindprozess sich beendet. Der Kindprozess wird automatisch vom Init-Prozess adoptiert. Der Init-Prozess macht tatsächlich nichts anderes als in einer Endlosschleife Wait aufrufen. Einfach, dass keine Zombies sich im System ansammeln. Na, weil wenn ich diese Zombies nicht wegräume mit dem Wait-Systemaufruf, dann belegen die alle weiterhin Prozess-IDs. Ja, und je nachdem, wie mein System konfiguriert ist, gehen mir irgendwann die Prozess-IDs aus. Oder die Datenstrukturen im Betriebssystem, die den Exit-Status von diesen Kindprozessen speichern, werden voll. Ja, ich kann tatsächlich ein System lahmlegen, nur mit Zombie-Prozessen. Die brauchen quasi keine Rechenleistung, aber sie belegen immer noch ein bisschen Systemressourcen. Also, Zombie-Prozesse. Ja, warum auch immer man die benannt hat, wie gesagt, aber die 70er waren eben die 70er. Wichtiger Film von Ende der 60er, ja, der Night of the Living Dead. Vielleicht haben sich die Macher von Unix da inspirieren lassen. Das passt zum Zeitfenster. Weitere prozessspezifische Systemaufruf ist eben das exec. Das hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Ja, diesen exec-Systemaufruf, dem übergebe ich hier als ersten Parameter insbesondere das Kommando, mit dem ich den aktuell laufenden Prozess ersetzen möchte. Was macht dieser Systemaufruf? Der ersetzt, wie gesagt, das komplette Prozessabbild von dem Prozess, der diesen Systemaufruf aufruft, mit dem Programm, das ich starten möchte. Das heißt also, wenn der Systemaufruf klappt, dann kehrt dieser Exec-Systemaufruf nicht zurück. Ja, weil nämlich zu dem Zeitpunkt, wo der zurückkehren würde, ist das Programm, das den aufgerufen hat, schon gar nicht mehr im Speicher. Ja, der komplette Adressraum wird ersetzt. Es handelt sich aber weiterhin um denselben Prozess. Ja, die Prozess-ID ist noch dieselbe, die Parent-Process-ID ist noch dieselbe, dieselben Dateien sind immer noch offen. Und wie gesagt, von diesem Exec gibt es verschiedene Varianten. Das ist jetzt das Exec-VE, aber es gibt noch diverse andere. Da können Sie sich ja mal die Manpages dazu angucken. Also zu all diesen Systemaufrufen gibt es auch Manual-Pages. Execl, Exec-V, Exec-LP, zum Beispiel all diese Varianten, in denen das P hier im Namen vorkommt. Da wird automatisch diese Path-Variable nach dem Kommando durchsucht, das hier gestartet werden soll. Die Varianten ohne P, da muss man den kompletten Pfad angeben, sonst geht es nicht. Auch hierfür ein Beispiel, also es wird geforkt, im Elternprozess mache ich ein Wait, im Kindprozess mache ich ein Exec und rufe hier das Kommando auf, also starte hier das Kommando, das der Benutzer hier oben eingegeben hat. Wir haben hier mit dem Benutzer mit scanf aufgefordert, irgendein Kommando einzugeben und das wird hier unten dann ausgeführt. Wie gesagt, wenn exec klappt, kehrt es nicht zurück. Ja, weil der Kindprozess, in dem wir uns hier unten befinden, der Kindprozess wird ersetzt durch das Kommando, das wir hier ausgeführt haben. Wenn der doch zurückkehrt, zum Beispiel, weil es das Kommando nicht gibt, ja, das Programm ist nicht auf dem System installiert, wie der Emacs vorhin.
dann kehrt das execlp zurück, im Zweifel auch mit irgendeinem Fehlercode, aber ich kann jetzt hier einfach unbedingt dahinter schreiben, exec fehlgeschlagen, die nächste Zeile. Ne? Weil völlig klar ist, wenn das exec geklappt hätte, dann wären wir nie in diese Zeile gekommen, weil dann wäre nämlich das Prozessabbild im Speicher ersetzt worden durch das Kommando, das ich gerne starten wollte. So, noch ein, wir haben jetzt 10.50 Uhr, aber ich mache jetzt noch zwei Folien, weil das einfach den Block hier schön beendet. Warum gibt es eigentlich kein Fork-Exec? Ja, also wenn doch das so ein Standard-Anwendungsfall ist, dass ich erstmal einen Fork mache und dann im Kind-Prozess ein Exec mache, um den zu ersetzen durch das Kommando, das ich gerne starten möchte als Kind-Prozess. Ja, unter Windows gibt es ein Fork-Exec. Unter Windows gibt es einen Systemaufruf, der macht genau das. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der erzeugt einen neuen Prozess und startet dann automatisch auch dort schon ein neues Programm. Tatsächlich durch diese Trennung von Fork und Exec hat der Elternprozess deutlich mehr Kontrolle darüber, wie die Adressräume aussehen sollen. Ja, also man kann zum Beispiel, bevor man das Exec ausführt, im Kindprozess noch irgendwelche Operationen durchführen. Man kann zum Beispiel, hier unten ein Beispiel von Shells, ja, man kann Pipes aufsetzen, man kann Ausgabekanäle umbiegen, bevor man den Kindprozess startet. Ja, all diese Freiheitsgrade hat man nicht, wenn das ein Systemaufruf wäre. Wir haben jetzt auch plötzlich deutlich mehr Prozesszustände, als wir das letzte Mal kennengelernt haben. Sie erinnern sich, das letzte Mal hatten wir ready, running und blocked. Und jetzt kommen hier unten noch die Zombies dazu. Entschuldigung, hier kommen noch die Zombies dazu. Prozesse können plötzlich auch ausgelagert werden. Da kommen wir auch zum späteren Zeitpunkt mal noch genauer dazu. Dann ist er zwar bereit, aber ausgelagert. Und wenn er so lange ausgelagert ist, kann er nicht laufen. Ein Prozess kann verdrängt sein, ja, weil er jetzt zum Beispiel gerade seine Zeitscheibe aufgebraucht hat. Ja, das ist so eher die Realität. Wahrscheinlich ist sie heute tatsächlich sogar noch ein bisschen komplexer. Ja, da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail noch gehen, aber nur, dass ihr da so eine Idee bekommt, dass die Welt doch nicht ganz so einfach ist, wie sie bis jetzt skizziert wurde. Ein paar von diesen Zuständen werden wir uns auch noch ein bisschen genauer angucken. Tatsächlich kann man da sogar eine Hierarchie bilden. Aber das tun wir nicht heute. Und am Freitag werde ich hier weitermachen mit den leichtgewichtigen Prozessmodellen und dann werden wir uns am Schluss das Ganze noch in Windows und Linux angucken. So, und jetzt schaue ich nochmal, ob es Fragen gibt. Was ist, wenn der Init-Prozess terminiert? Ja, das sollte nicht passieren. Dann funktioniert in einem Unix-System so gut wie nichts mehr. Okay. Wenn es so viele lebensnahe Zustände gibt, in die Prozesse kommen können, können Kindprozesse auch in einen Pubertätsstatus kommen, in denen die Eltern keine Möglichkeit haben, Informationen über den Kindprozess zu bekommen? Nein, also ein Kindprozess bleibt mein Kindprozess. Den kann ich jetzt nicht so ohne weiteres abstoßen. Also die Prozesshierarchie bleibt intakt. Das ist die einzige Möglichkeit, dass der Prozess von einem anderen Prozess adoptiert wird, ist eben diese Verweisungsgeschichte. Ne? Also, dass der Elternprozess sich beendet und der Kindprozess automatisch adoptiert wird von Init. Ne? Was der Elternprozess zum Beispiel machen kann, also wir machen mal einen Fork, jetzt haben wir einen Kindprozess und der Elternprozess macht nochmal einen Fork und beendet sich dann selbst. Und dann läuft der Elternprozess, das was der Elternprozess eigentlich machen wollte, das könnte jetzt in dem anderen Kindprozess weiterlaufen und die stehen jetzt nicht mehr in einer Vererbungshierarchie. So, der rechte Prozess hier ist jetzt Kindprozess von Init und der linke hier auch. Ja, so könnte man das loswerden. Die Frage, ob man das will. Manchmal will man das vielleicht. Was von den ganzen Unix-Befehlen ist eigentlich prüfungsrelevant? Also sagen wir so, die wichtigsten sollten Sie schon kennen. Also die auf dieser Folie waren, die sollten Sie schon kennen. Und was vor allem wichtig ist, und das geht auch, glaube ich, besser über diese Prüfung hinaus, dass Sie mal mit diesen Systemen in Kontakt kommen. Ja, also es hat einen guten Grund, dass wir auf die Webseite ein VM-Image gestellt haben, wo Sie also ganz leicht Zugang bekommen und mit so einem Linux-System interagieren können, mit so einem Linux-System arbeiten können, mal selber ein C-Programm übersetzen können. Weil das werden Sie im Laufe Ihres Studiums noch ganz oft brauchen und
ist, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein, dass danach auch noch. Ja, solange Sie kein Webentwickler werden möchten, die kommen vielleicht drum herum. Aber ansonsten, Unixoide Betriebssysteme sind überall. Ja, also meine Empfehlung, gucken Sie sich das an. Und die auf der Folie mindestens erwarte ich auch, dass Sie im Kopf haben. Werden im Rahmen dieser Vorlesung eigentlich auch so auch Operating System Compatibility Layer wie Wine angesprochen? Zum gewissen Maß tun wir das im Rahmen der Virtualisierungsthemen so gegen Ende des Semesters. Das ist aber schon so eine spezielle Form von Virtualisierung, aber da werde ich sicherlich auch mal drüber sprechen. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Ich sehe gerade keine mehr. Dann wünsche ich eine schöne Woche und wir sehen uns am Freitag wieder. Vielen Dank.